Also, das waren Torwaller. Das war definitiv Torwaller. Und der eine, den kenne ich schon vom Cover des Drakensang-Add-ons, das war Philissen. Also, der, um den es im Add-on geht. Das wird dann wahrscheinlich Teil des Add-ons sein. Ja, genau. Das könnte interessant werden, aber das machen wir erst. Darum kümmern wir uns dann erst, wenn wir Ardo geheilt haben. Aufwachen, du musst doch Nero Bericht erstatten, schon vergessen. Die hat wirklich die gepennt die ganze Nacht. Oh, ja, sofort. Danke fürs rechtzeitige Wecken. Habe ich irgendwas verpasst? Ja, Drachenboote, Torwallische Drachenboote, sagte ich doch, es sind Torwaller. Ah, die Freunde aus Torwalde oben. Ja. Drachenboote? Sehr lustig. Was sollten denn Drachenboote hier auf dem großen Fluss? Lauft um euer Leben, die Torwaller kommen! Ja, er macht sich darüber Na, lustig. Ich laufe dann mal zum Kommandanten und erstatte ihm Bericht, dass wieder einmal rein gar nichts auf dem Fluss passiert ist. Ja. Die Drachenboote waren wirklich da. Und ich glaube, sie haben sogar ein Lager außerhalb von Nadoret errichtet. Da könnte ich sogar jetzt hingehen vom Questbuch her, aber nein. Wir fahren jetzt wieder zurück zu den Elfen. Ich hab Nachrichten. Was kann ich für euch tun? Ja, Wo soll es hingehen? Zeigt es mir auf der Karte. Ich überspringe jetzt mal die Dialoge vom Captain, weil er eigentlich immer wieder dasselbe sagt. Also zurück zum Elfenwald. Sobald Ardo geheilt ist und wir im Elfenwald fertig sind, werde ich mich mal in Nadoret besser umsehen. Ich habe so das Gefühl, dass ich bei meinem ersten Besuch schon ein paar Sachen verpasst habe. Dass die Torwaler jetzt aber gekommen sind, war gar nicht mal so uninteressant. Jetzt geht das Laden um einiges schneller. So, dann sacken wir mal wieder unsere Leute ein. Vorgrim. Was ist? Oh, wir können ihn mal fragen, wie schätzt du unsere Wir Situation? müssen Arno wieder gesund bekommen. Wie, das ist mir egal. Hauptsache, mein Freund kann wieder einen Humpen halten. Also er ist ein sehr War loyaler. sonst noch was? Wir könnten mit ihm Ja, doch. plaudern. Aber über was denn? Ich könnte über ihn fragen, aber nee, das mache ich mal bei der nächsten Aufnahme. Werde ich mir mal kurz alle drei oder beim nächsten Zwischenstopp werde ich mir mal kurz alle vier sozusagen zur Brust nehmen und sie mal ein bisschen ausfragen über sie und über alles. War sonst noch was? Wäre vielleicht interessant zu hören, aber jetzt komm erst mal mit. Du auch, Quano? Ja, bitte. Aber fragen wir ihn erstmal, wie er die Situation einschätzt. Vielleicht sollte ich mich ein wenig zurücknehmen. Nicht, dass Vorgrim mich in Stücke haut. Ohne Ardo. Ja, unter uns. Vielleicht ist es ja doch meine Schuld, dass es so weit gekommen ist. Jedenfalls mache ich mir Vorwürfe. Ja, Reue ist ein guter Schritt, aber man sollte sich deswegen jetzt nicht im Boden vergraben. Kann ich dir sonst noch helfen? Gut, dass du noch bei uns bist. Und zu guter Letzt Feieris. Wie kann ich dir helfen? Was ist deine Meinung zur Lage? Gewiss werden die Elfen eine Möglichkeit finden, um Ardors Leiden zu heilen. Er ist ein guter Mann und wir sollten seine Mission unterstützen. Was auch immer diese genau ist. Wie kann ich dir sonst helfen? Also dann komm mit. Wir gehen jetzt zu den Elfen. Also Bleichmohn sollten wir auch mitnehmen. Deswegen gehe ich mal kurz da hoch und sammle die Bleichmohn und Belmarzsamen Sachen ein. Das dauert nur zwei, drei Minuten, höchstens fünf. Auch wenn das jetzt nicht so spannend ist. Aber währenddessen kann ich ja noch was sagen, was ich in der letzten Aufnahmesession schon mir schon durch den Kopf gegangen ist. Ich sag's ja immer wieder, die Gebiete hier in Drakensang sind so richtig schön gemacht. Also jetzt gerade dieses Gebiet hier fällt mir ein guter Vergleich ein, und zwar, nein, ich will mir nicht die Bolzen angucken, und zwar es gibt ja, sicherlich kennen viele von euch ja das Spiel Dragon Age, also Dragon Age Origins, und gerade hier fällt mir ein guter Vergleich ein zu dem Elfengebiet dort, und ich muss ehrlich sagen,
Dieses Elfengebiet hier gefällt mir um einiges besser als das von Dragon Age. Ich habe jetzt nichts gegen Dragon Age. Ich fand es sogar sehr gut, jedenfalls den ersten Teil. Den zweiten habe ich nie gespielt. Aber ich muss ehrlich sagen, gerade wenn man sich so Drachensang mit Dragon Age die Gebiete vergleicht, finde ich in Dragon Age die etwas lieblos. Gut, es soll düsterer wirken und so, aber oh, da sind die Ruger nachgewachsen. Die nehmen wir auch gleich mal mit. Es soll zwar düster wirken und so, aber ich finde, es fehlt irgendwie etwas. Gerade bei dem Elfengebiet merkt man das gut. Yoga-Wurzel mitnehmen. So. Die Einbeeren kann ich auch gleich mitnehmen. Schade, dass man die Einbeeren hier nicht für... Obwohl, ich weiß gar nicht, braucht man sie in der Nordland-Trilogie für den Heiltrank? Egal. Sonderschwarm brauche ich nicht, aber ich brauche noch mehr Bleichmohn. Den finde ich hier. Bleichmohn. Aber gut zu wissen, wofür wir jetzt den Bleichmohn brauchen. Ich bin immer dran vorbeigerannt. Da oben wäre noch Belmar, den bräuchten wir eigentlich auch noch. Aber, na gut, die Minute nehme ich mir noch schnell den Belmar da zusammen. Das Sammeln geht ja mittlerweile relativ schnell und erfolgreich. Wow, hier sind sogar ein paar Gegner wieder aufgetaucht. Naja, es sind aber nur ein paar Trollkröten. Gegen die sind wir eigentlich müssten wir eigentlich leichtes Spiel haben. Ich hoffe mal, hier geht's wirklich runter. Nein, geht's nicht. Die Karte veräppelt mich. Gebe ich mal kurz die Pfeile und die Pfeilspitze an Feiris ab. So. Hier geht's auch nicht runter. Hier müssen wir etwas außenrum. Den Bleichmohn ignorieren wir mal jetzt gekonnt. Zunderschwamm brauchen wir auch keinen. Den bräuchten wir vielleicht für das Salbenfett. Aber das stellen wir nicht selber her. Ich finde, Schleifsteine reichen da völlig aus. Jedenfalls für die Nahkämpfer. Und die kann Vorgrim uns herstellen. Sobald ich mal die Rezepte, die nötigen, dafür gesammelt habe. Die Trollkröten ignorieren wir jetzt mal. Oh ja, zum Feenkreis wollte ich noch mal. Mir ist da nämlich eine Idee gekommen. Und zwar, als ich kurz offscreen war vorhin, bin ich nochmal zum Feenkreis gegangen und habe noch ein bisschen rumprobiert. Und ja, es scheint tatsächlich zu funktionieren, wenn die Fee schleichen tut. Ist es da respawned? Die Hornkäfer hier sind auch respawned. Die können wir nochmal... Sollen wir sie nochmal erledigen? Ja. Die geben nämlich gute Erfahrungspunkte. Okay, großer Waldschröter. Ja. Ja. Was? Hoho! Ja? Sanyasa! So. Alle Waffenbefehle sind verteilt. Du kannst da hinten auf die Riesenhirschkäfer schießen. Vorgrim macht doch mal einen Wuchtschlag. Oh, Kuano erwischt es schwer. Okay, der Kampf scheint doch nicht so leicht zu sein. Einbeersaft ist jetzt nicht nötig. Ich gehe mal etwas näher ran. Und heil mal beide. So, genau.
Dann ein Fulvedictus auf den da. Ja? Fyris, du kannst mal Quado noch mal heilen. Vorgrim einen Wuchtschlag. So, das müsste es dann eigentlich auch fast schon gewesen sein. Ei. Balsam Salabunde. Das finde ich im zweiten Teil auch etwas, ob ich jetzt realistischer sagen sollte oder besser, weiß ich jetzt nicht genau. Aber im ersten Teil, da haben sie die Zauber irgendwie nicht richtig gesprochen, sondern irgendwelche Random-Sätze von sich gegeben. Hier sagen sie wenigstens auch die Zaubersprüche richtig auf. Gut. Jedenfalls Fyris macht das. Ich habe ja keine Stimme. Also ich rede nicht. So, jetzt mal Vorgrim noch die Wunde versorgen und Gutes. Ich könnte bei der einen Wunde auch ebenso gut Fyris mit Balsamzauber heilen lassen, aber für was habe ich sonst die Verbände? Außer um sie gegen Einbeersaft hier zu tauschen, aber den können wir mittlerweile selber herstellen. Außerdem helfen die Verbände ein bisschen der Lebenspunkte-Regeneration außerhalb vom Kampf. Deswegen sollten wir sie schon behalten. So, aber jetzt noch mal kurz zu dem Feenkreis hier. Eine Fee! Wie hell sie uns anfunkelt, als wolle sie mit uns spielen. Wollen wir? Ab in den Feenkreis mit ihr. Ja, genau. Gleichmond, hier liegt auch wieder, ist auch wieder alles voller sag's mir schon. Alles wieder voller Pflanzen. Also gut, wo ist die Fee? Gut, dann schleichen wir uns mal an die Fee an. Alle anderen weit hinter Quano, weil Quano ist mein bester Schleicher eigentlich. So können wir die Fee irgendwie näher an den Feenkreis treiben. Ich weiß nicht, wie ich es das letzte Mal also offscreen geschafft habe. Ich probiere es jetzt einfach noch mal kurz. So. Ein Stück weit können wir rennen. Können wir laufen dann. Aber ansonsten müssen wir uns anschleichen. So müsste sie sich dann nach und nach näher zum Feenkreis teleportieren. Wie hoch ist Quanus Schleichen eigentlich? Da geben wir noch einen Punkt drauf. Mit 8 sollte er besser schleichen können. Und ja, ich weiß, dass das wieder ein bisschen Zeit kostet, aber wie gesagt, ich spiele das Spiel seitdem wir im Elfenwald angekommen sind, eigentlich blind. Und ich will schon ein bisschen gucken, dass ich so viel wie möglich von dem Spiel mitnehme. Genau, jetzt portet sie sich der an den Feenkreis ran. Ganz langsam, ruhig. Ich weiß nicht mal, was wir überhaupt bekommen dafür. Ich hab's nur mal so spaßeshalber getestet. Da hinten ist noch ein hohler Baumstumpf.